Wo bin ich denn hier eigentlich? Legen Sie nun ruhig wieder auf die Couch, Herr Schnitzler. Dr. Schnitzler, Herr Freud, ja? Dr. Freud, was führt Sie zu mir? Ja, keine Ahnung, ich träume das hier ja alles bloß. Na super, Traumdeutung ist mein Spezialgebiet, legen's los. Na, Ihnen werde ich meine Träume auf den Bauch binden. Das ist brandgefährlich, Träume auszusprechen. Da habe ich sogar eine meiner bedeutendsten Novellen drüber geschrieben. Passen Sie auf, es geht um... Fridolin ist Mitte 30, praktischer Arzt, der sowohl zu Hause in seiner Praxis als auch in einer Poliklinik arbeitet und mit Albertine, Mitte 20, verheiratet ist, mit der er auch eine Tochter hat, die 6 Jahre alt und namenlos ist. Dieses ist Fräulein Marianne, die Tochter eines Hofrats, der ein Patient von Fridolin ist und die verlobt ist mit dem Herrn Dr. Rödiger, einem Historiker mit blondem Vollbart. Dann gibt es die Mitzi, eine Dirne, das ist aber nur ein Künstlername, die nach eigener Auskunft 17 Jahre alt ist. Der Nachtigall ist ein aus Polen stammender jüdischer Pianist und ehemaliger Medizinstudent, daher kennt der Fridolin ihn. Und dann erwähnen wir noch den Kostümverleiher Giebieser, der eine Tochter in Anführungszeichen hat. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Damen und Herren mit mehr oder weniger Bekleidung, aber die kriegen wir später. Der Schnitzler hat sich 1921 von seiner Frau getrennt, Olga, ne? Und da hat er mit der Novelle begonnen. Anno 25 ist er erschienen, aber sie spielt noch in der alten Welt, vor 1900 in Wien, als es noch Hauptstadt der K&K-Monarchie war und Bälle gab. Auf einem solchen Ball, auf einer Redoute, einem Faschingsball, waren Albertine und Fridolin gestern und da haben sie fremd geflirtet und anschließend mal wieder im eigenen Ehebett Spaß gehabt miteinander. Und das Kribbeln von gestern ist noch da, ist also so ein bisschen so ein Ausnahmezustand, deswegen sagt sie: Weißt du, im Urlaub, dieser junge Typ, dieser Blonde in Dänemark, den hätte ich nicht von der Bettkante gestoßen, wenn er nicht plötzlich abgereist wäre. Und die so, boah, aber du hattest doch auch eine Urlaubsbekanntschaft, gell? Und der guckt aus dem Fenster und sagt, ja, das war so ein Mädchen am Strand, aber die habe ich nur angeguckt. Ich meine, Appetit holen ist ja okay, oder, wenn man zu Hause isst. Ich liebe in jeder Frau nur dich. Und die so, ja, wenigstens hattest du andere Frauen vor der Ehe. Ich ja nicht. Also Männer, meine ich. Aber jetzt sagen wir uns unsere Fantasien immer gleich, ne? Und eben ist es total unangenehm. Und er so, oh, ein Notfall. Ich muss leider gehen. Der Notfall ist ein alter Hofrat, der leider schon tot ist, als er eintrifft. So bleibt ihm nur übrig, Fräulein Marianne, seiner Tochter, mein Beileid auszusprechen. Und die so, Schluchz! Mein Verlobter hat eine Professur in Göttingen bekommen, aber ich will nicht von Wien weg und nicht von Ihnen weg. Ich bin in Sie verliebt. Und er so, bitte, wenn Ihr Vater das hört, der ist doch tot. Und dann schreibt er den Totenschein aus. Da steht auch schon der Dr. Rödiger, der Verlobte, da. Und er so, Servus. Und ist auf der Straße und denkt sich, boah, überall bröckelt die Oberfläche und diese brodelnde Frauenerotik kommt da raus und das ist ja völlig erschreckend. Und wird er angerempelt und sagt, hey, Entschuldigung, Duell. Von so einem komischen Studenten, naja, das ist ja auch immer so ungesund, diese Duelle. Der ist auch ein bisschen hypochondrisch, muss man sagen. Und dann wird er zufällig von einer Mitzi angesprochen und sagt, ha, Herr Doktor, wollen Sie nicht mitkommen? Und er völlig willenlos geht mit ihr in die Wohnung, setzt sich auf den Sessel, sie wirft die Klamotten von sich und wirft sich ihm auf den Schoß. Aber ich bin ein bisschen müde. Und sie ist enttäuscht, zieht sich wieder an und sagt, na, dann behalten Sie Ihr Geld, das er ihr geben will. Und sie ist nett. Und er küsst ihr beim Abschied die Hand. Schmatz, wie ein Fräulein. Und dann geht er. Von sich selbst auch ein bisschen enttäuscht, dass er noch nicht mal in der Lage ist, erotische Rache an seiner untreuen Frau zu nehmen, zumindest in Gedanken. Dann geht er in ein Kaffeehaus und liest Zeitung. Ein junges Mädchen hat sich mit Sublimat vergiftet. Das ist ja widerlich und so schmerzhaft. Nachtigall? Denn da ist der Nachtigall. So, hallo, was machst denn du hier? Na, ich spiele hier Klavier. Also, ich habe hier Klavier gespielt. Jetzt habe ich noch einen geheimen Auftritt. Wie geheim? Na, das ist eine Orgie. Ich habe immer die Augen verbunden, aber ich lunze. Das sind Frauen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und jetzt sieht Fridolin seine Gelegenheit zu einer Rache gekommen und sagt, wo ist das? Wie komme ich dahin? Jetzt sag schon. Also, du brauchst ein Passwort. Das kriege ich, wenn ich abgeholt werde. Und dann brauchst du noch Maske, Kostüm und so. Ich hole Maske und Kostüm und dann sagst du mir das Passwort. Und direkt nebenan findet Fridolin den Laden seiner Wahl. Den Besitzer wundert es nicht, so spät in der Nacht doch Kundschaft zu bekommen. Aber als er das Licht im Fundus anknipst und da seine Tochter im Pierettenkostüm mit 2 Herren im roten Femerichterroben findet, wundert es ihn schon. Die so, und er, bleiben Sie da, bis ich die Polizei rufe. Hier haben Sie Ihr Kostüm, gibt also dem Fridolin das Kostüm und fügt noch entschuldigend hinzu, die ist nicht ganz richtig im Kopf. Und er so, aha. Und dann ist er auch schon unterwegs. Er bekommt das Passwort vom Nachtigall und zieht sich eine Maske auf und zieht sich das Kostüm an und folgt in der Kutsche, die den Nachtigall abgeholt hat. Und diese bringt ihn in eine Villa in der Vorstadt. Dort wird er von einem Diener empfangen, der sagt Passwort, so Dänemark. Und jawohl, treten Sie ein, nimmt ihm den Mantel ab. Und in dieser Villa sind total viele Mönche und Nonnen, also im Kostüm natürlich, alle mit Maske. Die Damen sind noch verschleiert. So
sodass man niemanden erkennen kann. Es ertönt Orgelmusik, es ist erstmal alles ganz feierlich. Da wird der Fridolin von hinten angesprochen und sagt, drehen Sie sich nicht um und verschwinden Sie, Sie gehören hier nicht hierher, bevor alles zu spät ist. Er dreht sich natürlich um, sagt, ich bleibe. Da greift der Nachtigall in die Tasten, beginnt etwas anzüglicher Klavier zu spielen. Dafür ziehen die Frauen sich jetzt alle aus, lassen die Höhlen fallen, aber nicht die Masken. Die sind jetzt hinter der Kamera. Wenn sie, sie sehen wollen, müssen sie sich umdrehen. Und die Männer geifern schon und lassen auch ihre Kutten fallen und sind allerdings drunter glücklicherweise nicht nackt, sondern haben bunte Kavalierskostüme an. Nur der Fridolin nicht, der wusste das ja nicht. Und wird schon ganz komisch angeguckt. Da kommt nochmal diese Frau von eben. Und sagt, gehen Sie weg, solange es noch Zeit ist. Und er so, nur mit Ihnen nach nebenan. Es gibt kein Nebenan. Sie werden ausgepeitscht und ich muss Gift nehmen als Strafe. Da stehen auch schon zwei Herren in Schwarz da und sagen, die Parole. Und er so, Norwegen, Dänemark. Das war die Parole fürs Tor. Und die im Haus ist, habe ich vergessen. Und so, Maske runter und dann gibt es eine Strafe. Alle gucken ihn an. Er steht im Mittelpunkt und sagt, nein, ich duelliere mich, aber ich tue die Maske nicht runter. Da sagt die Frau, ich nehme die Strafe für ihn auf mich. Und bevor er noch protestieren kann, wird er in eine Kutsche gepackt und aufs freie Feld befördert, wo er dann in die Stadt zurücklaufen muss. Als er nach Hause kommt, ist es 4 Uhr morgens. Seine Frau schläft natürlich schon tief und fest. Und als er reinkommt, lacht sie gerade völlig ordinär. Und er so, wach auf, Albertine, du lachst gerade völlig ordinär im Traum. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Der Hofrat ist so lange gestorben, da konnte ich nicht weg. Und die so, du, ich habe was völlig Abgefahrenes geträumt. Wir sind ein Prinzenpaar, wir fliegen zusammen, dann lieben wir uns auf einer Wiese. Plötzlich sind unsere Klamotten weg. Du versuchst in der Stadt neu zu kriegen, da taucht dieser Däne auf aus dem Urlaub und liebt mich zwischen anderen Paaren auf der Wiese. Und du wirst gekreuzigt, auf Befehl einer Herzogin, die aussieht wie das Mädchen vom Strand in Dänemark. Und ich lache drüber. Und er so, na dann gute Nacht und legt sich zu ihr und denkt sich, was ist denn das für eine Frau? Die geht fremd und lacht im Traum, wenn ich gekreuzigt werde. Das ist sowas von aus zwischen uns. Am nächsten Morgen geht er arbeiten und findet in Recherchen raus, dass der Nachtigall in der Nacht noch von zwei Herren zur Abreise gezwungen wurde. Dann bringt er das Kostüm zum Kostümverleiher zurück und sagt ihm, und übrigens, wenn Ihre Tochter geistig nicht gesund ist, dann sollten Sie vielleicht mal einen Arzt konsultieren. Da geht die Tür auf von der Tochter und einer von den beiden Filmrichtern kommt raus und er so, haben Sie wohl doch nicht die Polizei gerufen? Na, wir haben uns anderweitig geeinigt. Wollen Sie denn meine Tochter untersuchen, Herr Doktor? Und er so, Frechheit! Und ist noch völlig erschüttert über diese Bodenlosigkeit, die sich überall auftut. Und dann fährt er zur Villa der vergangenen Nacht und steht ein bisschen dumm rum. Da kommt ein Diener und bringt ihm einen Brief. Und er so, für mich? Der sagt aber nichts, gibt ihm nur den Brief. Daraufhin liest Fridolin den Brief. Hören Sie mit der Schnüffelei auf, dies ist die zweite Warnung. Was soll denn das heißen? Und er geht nach Hause und isst zum Mittag. Und so eine Frau ist ganz aufgeräumt, tut, als wenn nichts wäre. Diese Schlampe, es ist sowas von aus zwischen uns. Anschließend geht er nochmal zum Fräulein Marianne, die ja gestern Abend ihre Verliebtheit gestanden hatte und deren Verlobter sagt, wir bringen sie aufs Land. Und dann sagt er zu ihr, das ist ja sicherlich gesundheitlich auch viel besser auf dem Land. Und die so schluchzt, weil sie natürlich nicht von ihm weg will. Anschließend versucht er nochmal die Mitzi zu erreichen, die ja gestern Abend so sehr nett zu ihm war. Aber eine Kollegin sagt, die ist im Krankenhaus, aber ich bin voll geschäftsfähig. Nein, will ich nicht! Irgendwann ist ihm das alles zu viel mit dieser ganzen Erotik und so. Und er geht wieder ins Kaffeehaus und liest Zeitung. Und in der Zeitung liest er, Baronin von D. im Hotel, hübsche Dame, vergiftet aufgefunden. Das war bestimmt die, die sich letzte Nacht für mich geopfert hat. Weil er sich natürlich die ganze Zeit gefragt hat, war das nur Komödie oder war das wirklich eine Verschwörung irgendwie? Und er fragt in zwei Hotels nach und stellt fest, dass sie ins allgemeine Krankenhaus gebracht worden war und dass sie dort verstorben ist, sagt man ihm. In der Pathologie dieses Krankenhauses arbeitet ein Kollege von ihm und er geht mitten in der Nacht hin und sagt, Herr Kollege, ich müsste mal gucken, ob ich eine von deinen Leichen kenne. Und der sagt so, meine Leichen sind deine Leichen, geh nur. Und dann geht er in diesen Leichenschauraum und stellt fest, dass er sie gar nicht erkennen kann, weil sie ja immer eine Maske auf hatte und einen Schleier noch obendrein. Und er glaubt aber, dass sie es ist, die da liegt und küsst ihr so die Hand und sagt, sorry, es tut mir so leid und knuddelt sie. Und er so, alles in Ordnung. Und der so, ja, ja, alles in Ordnung. Ich gucke mir jetzt noch die Färbetechniken unter dem Mikroskop an, die du mir gezeigt hast. Ich will ja jetzt auch mehr wissenschaftlich arbeiten. Und dann geht er nach Hause. Es ist wiederum spät in der Nacht. Seine Frau liegt bereits im Bett. Und als er das Schlafzimmer betritt, erleidet er einen gelinden Schock. Denn auf dem Kopfkissen auf seiner Seite liegt die Maske, die er gestern in der Nacht getragen hat und die er wohl beim Einpacken des Kostüms heute Morgen vergessen hat. Das gibt ihm den Rest. Er war sowieso schon durch den Wind und er sinkt also auf dem Bett nieder und sagt, ich will dir alles erzählen. Und das tut er. Gesteht ihr also alle Vorkommnisse der letzten Nacht, der letzten beiden Tage eigentlich. Und sie bleibt davon seltsam unberührt. Und sagt am Schluss, na gut,
Dann sind wir heil davongekommen. Und jetzt? Jetzt sind wir wohl erwacht. Vielleicht nicht für immer, aber für lange. Und das, Herr Dr. Freud, war meine Traumnovelle. Na, ganz schön verklemmt, die Hauptfigur. Und Arzt, der hat wohl viel von Ihnen. Frechheit, Sie sehen, Klempner. Na, komm uns. Trink mal einen Kaffee und dann gehen wir Phallus-Symbole suchen. Na eh. Und das, liebe Gemeinde, war die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Vielen Dank. Ja.